Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herr Trittin ist etwas früher gegangen, um schneller bei Ihnen zu sein. Dadurch hat er nicht mitgekriegt, dass die 123 Milliarden nicht mehr ganz stimmen. Es kommt noch ein Puffer von 20% dazu. Das ist die Summe, mit der letztlich Deutschland haften soll oder der kann dazukommen. Das wird auch noch festgeschrieben werden. Lassen Sie mich nur zwei Bemerkungen machen. Die erste Bemerkung ist, es gibt ein Spekulationswetten gegen den Euro. Und wir haben immer gesagt, die Spekulation muss unterbunden werden. Sie unterbindet keiner. Und insofern rennt die Politik immer den Spekulanten hinterher. Die entscheiden, was gerade wie ins Schleudern gerät und welche Summen dann bereitgestellt werden muss, um das Schleudern irgendwie zu bremsen. Das ist höchst unbefriedigend, die ganze Situation. Wir haben ja mehrere Vorschläge unterbreitet, was man dagegen tun soll. Es wird uns immer erklärt, die anderen Länder machten solche Schwierigkeiten. Aber ich kann nur sagen, die anderen Länder verlangen auch von uns eine Menge. Ich würde dafür Bedingungen stellen. Und diese Bedingungen würden darauf hinauslaufen, dass wir die Spekulation endlich unterbinden, so wie es meines Erachtens dringend erforderlich ist. Zweite Bemerkung ist, es wird einen Fonds geben von erst mal 60 Milliarden. Der kommt aus anderen EU-Töpfen. Und jetzt drücken alle die Daumen, dass die Töpfe nicht gebraucht werden. Denn wenn sie gebraucht werden, dann stehen wir natürlich sofort in der Situation, dass nachgezahlt werden muss. Aber Daumen drücken reicht meines Erachtens in der Politik nicht aus. Und dritte Bemerkung, es herrscht ziemliche Wirrnis. Und ich weiß nicht, was nächsten Freitag passiert. Aber irgendwas wird passiert, dass wir uns wiedersehen. Und ich glaube, dass wir hier etwas Ordnung hineinbrauchen, wirklich mehr Stabilität in die Politik bringen müssen. Rüber. Letztlich brauchen wir endlich...